Fangt einfach mal an. Auf geht's. 3 gegen 1, freies Spiel. Also der Weiße, wir haben das Feld relativ groß gehalten. Ballannahme, schauen. Aber ja, schwierige Aufgabe für den Weißen. Mal gucken, genau. Mal direkt spielen. Guck mal, dass er einen erwischt. Du wirst gleich ausgetauscht. Ich meine, ist schon ganz gut. Aber die Finde war in Ordnung. Ich korrigiere erstmal hier, versuche hier zu bleiben und zu sehen, was passiert. Ja, genau, ruhig, das Kommando war schon gut. Lock ihn her, komm, geh mal, jetzt gehen wir drauf. Jawohl, zack. Wir machen folgende Regel hier. Wenn einer mehrfach den Ball berührt hat, sonst wird es zu schwierig, das Feld ist absichtlich zu groß, das ist schwierig für dich, das weiß ich auch. Ja. Wenn einer den Ball doppelt berührt hat, muss der andere direkt spielen. Kriegt man es hin? Habt ihr das verstanden darüber? Sag, und du musst direkt spielen. Jawohl. Du kannst ihn kontrollieren und du musst direkt spielen. Nimm den dritten dazu. Genau so ist es. Du kannst ihn kontrollieren und du musst direkt spielen. Okay. Tausch mal bitte den Zweier aus. Der innere Spieler austauschen. Das ist schwierig, wenn man zu groß, aber es ist egal. Wir wollen nochmal ein paar Grundprinzipien einfach nur sehen. Nehmen an, loggen her, komm, geh drauf, geh ein bisschen drauf auf den Ball. Ja. Zack. Okay, weiter. Genau, und wechselt die dritte Person. Beruhigen, lass ihn erstmal herkommen. Ja? Lass ihn erstmal herkommen. Ja? Geh mal drauf und komm hier rüber. Zack, und hier ist der Steilpass. Genau, warte, lock ihn her. Er hat gerade ein bisschen die Probleme, oder das ist unser Dummy. Warte, lock ihn her, zack, und komm her. Komm, komm, komm. Du auch schon, der dritte Mann, ein bisschen bewegen. Machen die Felder ein bisschen kleiner, das auch hier. Okay. Spielen wir mal an. Ich bin hier freigespielt, suche hier einen freien Mann und versuche einen anzuspielen. Du versuchst den ersten Ball zu attackieren. Ja, du wirst ausgetauscht, ich will mal den Versuch sehen, den ersten Ball als Verteidiger hier sehen, wo kommt er hin und den ersten Ball versuchen zu attackieren. Okay, probier's mal, fang hier an und wechsel dann die Seite nach 1, 2 Pässen und komm direkt. Zweite ist direkt, der zweite ist direkt einer und dreh um und geh drauf. Genau so ist es. Zweite direkt nochmal als Erinnerung. Login her, login her. Kriegt es auf. Zack, zack und wechsel. Und geh rein, komm. Zack und wechsel. Komm, du kannst hier in die Tabuzone, such einen raus und geh drauf. Komm, geh drauf, mach Druck. Komm, zeig dich. Login her, zack, zack, umdrehen. Erster Ball und drauf. Okay. Wenn der den Ball hier annimmt, dann brauche ich den dritten. Na gut, spiel mich nochmal an. Ich nehme den Ball hier an, laufe in die Endzone, dann kommt hier der Pass zur Annahme in der Endzone. Ja, hier brauchen wir den Laufweg mit richtigem Timing in die Endzone. Okay, probier, geh nochmal drauf, komm. Da weiß er, drauf, drauf, drauf. Du kannst ihn vorne anspielen, hier ist die Zielrichtung, spiel an. Und was ist, geh in die Endzone. Hast du ihn? Jawohl. Und nochmal rein. Das war okay. Wir müssen versuchen, den Ball in der Endzone anzunehmen. Okay, ganz einfach, wenn man es kann. Und hier, gib mir den Ball. Wenn ihr ihn habt, gib mir den Ball. Ich bringe ihn wieder ins Spiel. Pass auf. Okay. Gehen wir ein bisschen schärfer drauf. Komm, geh einfach mal auf den Ball drauf. Ja, probier den Ball zu kriegen. Ja? Austauschen, der hat ihn berührt. Berühren reicht. Gib mir den Ball. Komm rein, der hat ihn berührt. Nächste. Bist du bereit? Attackiere jeden Ball und dreh drauf. Hey, du musst Rhythmus wechseln. Geh drauf, komm, geh drauf, geh drauf, geh drauf. Ja, du bist schon in der Endzone, du musst reinlaufen. Zum Beispiel. Okay. Bist du noch bereit? Bist du noch da? Okay, auf geht's. Attackieren. Okay, das war zu einfach. Versuch die Endzone zu verteidigen. Hopp, auf geht's. Und geh drauf, komm, geh zum Ball, geh zum Ball. Zum Ball, ja, trotzdem zum Ball. Okay. Okay, wir haben gesagt, wir wollen hier auch, geh mal in die Mitte, wir wollen hier auch eine Voraktion haben. Kommt ihr vor die weiße Linie, vor die, ja, vor, hier haben wir hinten eine Linie, um die es geht, die wir nachher brauchen. Wir machen hier eine Kombination 1, 2, 3, setze mich hier durch und in dem Moment geht ihr auseinander. Ja?
Richtung Sturm. Du spielst jetzt mal nicht auf Abseits, wir machen die Abseitslinie am 16er. Das heißt, du musst versuchen zu verteidigen. Und hier wollen wir uns dann entscheiden, welcher Pass nach rechts oder nach links der bessere ist. Gar nicht so ganz weit die Nahtstelle öffnen, weil da kommen im Ernstfall ja noch andere Spieler. Sodass diese Nahtstelle noch etwas enger ist. Und ich muss mich dann entscheiden, zu sagen, hier. Und du verteidigst dich dann im 3 gegen 2. Der, der einen Pass gespielt hat, geht mit. Ja, das probieren wir einfach mal. Auf geht's. Micha spielt an. Oder fängt man an. Und wer macht? Und spielt ihn frei. Haben wir gerade geübt. Ja, und geh. Und zack, wo ist der Pass? Zack, und helfe. 3 gegen 1. Maximal Druck. Torabschluss. Jawohl. Einmal noch durch die Mitte. Und attackier einfach. Der Weiße attackiert den Ball, egal was passiert. Komm, attackier. Zack, wir frei. Nein, nur in Feld. Ja. Und jetzt spielt's raus. Zack, Ballannahme. Komm, Weiß. Okay. Also man muss hier entscheiden, ob man den direkten Torschuss sucht oder ob man den Verteidiger herbindet, herlockt und dann was anderes macht. Ja? Also das heißt, wenn ich hier frei durchkomme, ist klar, zum alleinigen Torschuss, dann werde ich alleine abschließen. Wenn der Innenverteidiger zumachen kann, haben wir zu, dass ich nicht durch kann, gibt es diese Möglichkeit, ja, es gibt die Möglichkeit, komm mal ran, Doppelpass, das können wir alles gar nicht durchspielen jetzt, sonst kommen wir nicht weiter. Und es gibt die Möglichkeit, den Ball zu verteidigen, einer kommt von hinten hinterlaufen. Und wir spielen das nur einmal durch die Mitte, bleibt ruhig am Ball, ihr seid doppelte Überzahl, aber du gibst einfach Vollgas. Ja, ich weiß, es ist schwierig, du seid schon eine Stunde auf dem Platz, aber du wirst ausgetauscht. Das heißt, jeder, der hier verteidigen soll, versucht mal seine Haut so teuer wie möglich zu verkaufen. Okay, Micha, spiel an. Und geht drauf, zack. Und wenn er außerhalb der Linie ist, spiel. Und komm, hol ihn dir. Bleib ruhig. Pass. Aufpassen auf Abseits. Abwehr hat gewonnen, dauert viel zu lange. Wenn einen Querpass hätte ich noch zugelassen, hau das Ding rein. Das ist genau das, was wir erreichen wollen bei vereinfachten Übungen. Trotzdem konzentriert zu sein bei Großchancen, trotzdem ein Tor zu schießen. Ball, ich habe wieder. Die nächste Grundsituation, es ist alles noch gestellt, wir spielen gleich Fußball. Die nächste Grundsituation, ich breche hier seitlich durch, geht es immer ein bisschen weiter raus. Ich breche hier seitlich durch, hab dann Blickkontakt mit meinem Rechtsaußen und du gehst einfach gnadenlos in die Gasse. Ja? Blickkontakt, geh mal, zack, Gassenball, Stürmer und ein zentraler Mittelfeldspieler kommen, Flanke, Torabschluss. Du kannst den Pass abfangen, aber nur in der Außenzone. Und nicht weiter zurück wie jetzt diese Abwehrlinie. Ja, dass wir mal sehen, wie es in der Mitte aussieht. Und ein, hallo Mittelfeldspieler, mit. Dass wir in der Mitte 3 Spieler haben. Und hier der spielt und da drinnen wird nachgerückt vom Mittelfeld und wir haben 2 Stürmer vorm Tor. Okay, auf geht's, spielst du nochmal raus. Und geh drauf, komm, geh ruhig drauf. Ja, der ist noch nicht ganz frei. Ja, das war gut. Richtig, fast richtig. Und Konter nach vorne, mich einspielen. Okay. Also hier, das Warten war gut, die Abseitslinie, das Warten, wenn die richtige Situation sich darstellt, der Pass war nicht ganz optimal. Okay, nächste. Probiert's. Komm, probiert's rechts oder links, egal wo. Und spiel ihn, zack, und breche irgendwann mal durch auf den Flügel, geh in die Gasse, zack. Und jetzt eine Wahlkontrolle. Okay. Mach ruhig eine Ballkontrolle, geh nach innen. Wir wollen klare Situationen schaffen. Wir lassen uns die Zeit, auch wenn es vielleicht noch nicht ganz spielnah ist. Also geht von außen nach innen, hör zu, hallo. Geht von außen nach innen, in aller Ruhe den freien Mann suchen und einen Flachpass oder eine Flanke spielen. Okay, nochmal anspielen. Auf geht's. Ist nur die Vorübung. Geht drauf. Ist nur die Vorübung. Dreh auf. Ja. Und Pass. Und Abschluss. Okay, gut. So. Die nächste Option wäre, zu sagen, geh in die Gasse, du gehst mit. Geh mal in die Gasse. Lauf, stimmt. Geh in die Gasse. Geh mit. Ja.
Du musst aufpassen beim Rückwärtslaufen, weil der läuft natürlich schneller vorwärts als du. Das heißt, da könnte der Gassenpass auch nochmal kommen. Mach's einfach nochmal, dass man nochmal ein bisschen deutlicher sieht. Du sprintest mit und du brichst dann einfach ab. Okay, geh. Sprint mit und brech ab. Da kriegst du den Ball und dribbel nach innen. Die nächste Situation ist das Innendribbling und der Pass in die Mitte. Ja, genau so. Okay, probieren wir's. Ich gehe auf eine Außenbahn, zack, Außenbahn, dribbel nach außen. Okay, jetzt holt er den Mann, der geht, geh mit. Du weißt ja jetzt, was kommt, du musst mitgehen, sonst spielt er den Gassenball. Wo ist dein zweiter Stürmer, spielst raus. Okay, Mittelfeld, hallo, ein Mittelfeldspieler brauchen wir noch. Okay, so, jetzt machen wir mal freie Optionswahl. Tauschst du deine Maus, Michael? Freie Optionswahl, das heißt, du musst nur nachsetzen, bis sie raus sind aus dem Feld, ja. Wir können jetzt freie Optionswahl machen. Wir spielen den Angriff einfach entweder über den Flügel oder in der Mitte raus. Okay, mach Druck. Und geh raus. Ja, stopp. Ja, na klar, hast selber gemerkt. Ja. Hinter dir, vor dir niemand. Du hast eigentlich super frei gespielt in der einfachen Situation. Dreh dich um und such die Lösung nach vorne. Okay, nochmal in der Mitte. Spiel ihn. Oder geh auf den Flügel, Tempo, Spiel. Wo ist der Gassenball? Ja, schau ihn in aller Ruhe. Ja, okay, vom Prinzip her richtig. Die Außenverteidiger, du brauchst nicht mit hinter die weiße Linie. Ja? Also einfach mal sehen, ob eine Flanke kommt, ob man den mittleren Spieler findet, ob die Positionen besetzt sind. Okay, nächster Angriff. Komm rein, auf geht's, die Stürmer können noch. Spielt raus, das ist nur die Vorübung. Dann gehen wir raus aus dem Feld. Such mal ein. Oh ja, okay, dann musst du Doppelpass spielen. Innendribbling, wo sind deine Stürmer? Gut so. Noch ein Versuch, spiel. Okay, Leute. Okay, probieren wir es nochmal. Zack, und komm nach vorne. Komm, das haben wir vorher. Dreh dich auf. Was ist? Spiel doch. Zack. Ah, und schließ ab. Okay, das war okay, komm zurück hier. Die Regeln bleiben, die Außenverteidiger gehen nicht über diese hintere Linie drüber hinaus. In der Mitte haben wir jetzt zwei Innenverteidiger gegen drei oder vier Angreifer. Ist giftig? Pass auf. Okay, also drauf. Okay, was sind die Stürmer? Und auf geht's, verteidige das Ding, greif an und schließ ab. Ah, okay. Und zurück. Die Außenverteidiger können nach innen mitarbeiten. Wenn der Angriff durch die Mitte gespielt wird, könnt ihr einrücken und auch in diese Endzone mit reingehen. Ja? Dass die Spielform jetzt einfach ein bisschen größer wird. 5 gegen den Rest der Welt. Gib mir mal. Und verteidigt den Ball. Ja, ich bin nicht dabei. Komm und hol den mal. Und wie kann man den freispielen? Spielt einen frei. Zack. Und dreh auf, brauchst nur bis zum 16er. Ja, und komm rein, Verteidiger. Weiter, rück. Nicht auf Blick finden, reinfallen und direkt. Ah, und jetzt ist er durch. Was ist mit eurer Flügel? Komm rein, Verteidiger. Bereit, hier immer noch dasselbe. Geht rauf und geht drauf, komm. Und geht durch. Ja, und such da ein. Was ist mit dem Verteidiger? Geh. Okay. Ja, die Ablage war in Ordnung, das war gut, das war in Ordnung. Jetzt haben wir zwei Außen, geh du mal bitte raus. Wir haben noch eine Provokationsregel, bevor wir dann zum endgültigen Spiel kommen. Du bist nur in der Außenzone. Und genauso drüben, du brauchst nicht hinter die Linie, du bist nur in der Außenzone. Und wir haben hier zwei schwarze Angreifer, kannst ruhig ein bisschen vorgehen. Gegen einen am Flügel. Ja, wir haben hier die Möglichkeit vom Mittelfeldspieler, der nach außen geht, zum 3 gegen 1 am Flügel oder zum Stürmer, der nach außen geht, zum 3 gegen 1 am Flügel. Okay, probieren wir das mal. Also freies Spiel. Ich gebe einfach vor, der erste Angriff ist über den Flügel, entweder über rechts oder über links. Hier gibt Gas. Auf geht's, attackiere. Stark, zack und geh. Drück, zack, wo ist der Flügel? Spiel Flügel an. Ja, und was ist mit dem Verteidiger hinterlaufen? Pass, jawohl, geh nach innen.
Okay. Aussehen, bleiben wir raus aus der Tabuzone. In der Mitte können wir mitgehen. Und hier drauf, komm, geh drauf. Zack. Oh, okay, und pass, wo gehen wir hin? Und weiter, komm, spiel weiter, spiel's raus. Am Flügel, die Tabuzone, was ist der dritte Mann? Drei Mann am Flügel. Wer geht in die Gasse? Ein Beinschuss, hallo. Und geh an Flügel, auf die Überzahl. Ja, und geh in die Gasse. Okay, darf nicht nachsetzen, ist nicht spielnah, aber ich will die Flanke sehen. Rückpass. Schon vorbei. Bei Ballgewinn weiß, hör zu Leute, wir sind in der Endphase. Bei Ballgewinn weiß, Konter auf die Tore. Einfach reinschießen. Die Aufgabe ist, Ballbesitz weiß, sich rausspielen und versuchen, in eines der zwei Kontertore reinzupassen. Ja? Und die Schwarzen haben halt, wenn sie den Ball verloren haben, Gegenpressing. Ja? In der Außenzone bleibt ihr außen, ihr dürft nicht nach innen. In der Mitte vor dem Tor. Ihr bleibt auch erstmal in dieser Zone, sodass wir da uns vielleicht durchspielen. Okay, komm, greif an. Einer greift an. Komm, greif an, greif an. Greif an. Ja? Okay, weiter geht's. Komm, spiel über die Flügel. 3-1. Spiel, lasst euch was einfallen. Ja, wir haben innen, wir haben überlaufen, wir haben Nachstellenball. Gut. Und bleib ruhig, nehmen an. Ah, gut. Seid ihr bereit, die zwei da? Und attackieren. Komm, die zwei attackieren, solange die hier im Feld sind. Komm, drauf. Okay, dreh dich auf, geh in die Gasse, kommt sie an. Okay, bis jetzt ist gut. Sehr gut. Hey, das war schon mal ein guter Laufweg in die Nahtstelle. Der Pass war in Ordnung, sodass da schon in etwa rausgekommen ist. Wir machen eine weitere kleine Variante. Wir lösen die Seite auf. Das heißt, die Regel gibt es nicht. Du kannst auch nach innen kommen. Ja. Was gehört da drüben? Du kannst auch nach innen kommen. Komm rein, sodass es eine normale Viererkette wird mit zwei Sechser davor. Was ihr jetzt nicht machen dürft, ihr dürft nicht hinter diese Linie zurücklaufen. Das heißt, wenn hier ein Gassenball kommt, dann stehen die halt erstmal alleine vorm Tor. Was ich will, ist, dass man die Gassenbälle provoziert mit den Laufwegen. Ihr könnt hier, gib mal einen Ballgeschwind. Wenn ich hier bin und einer geht in die Gasse, geh mal in die Gasse, dann kannst du versuchen, den Pass zuzumachen. Ein guter Lauf, aber ich, was ich meine, also nicht einfach abschalten und irgendwas machen, sondern wenn ich den anspielen will, dann fängst du den Pass ab, wenn du ihn kriegst. Also bleib hellwach, dass dieser Gassenball nicht möglich ist. Nicht sagen, naja, wenn der Gassenball möglich ist, musst du nicht hinterherlaufen. Also macht's eng, macht die Gassenbälle, versucht die Gassenbälle zuzumachen. Wenn ihr einen Ball habt, kontert auf die kleinen Tore. Okay. Spielt euch raus, bis irgendwas ist. Vorne anziehen und dreht euch um, dreht dich auf. Ja, da war der Check, der Pass. Wo sind wir jetzt? Da geht's da. Gute Wahl und Abschluss. Jawohl, das war schon gut. Ja, da hat man schon gesehen, der Passweg war nicht aufzuhalten. Der Laufweg war von außen nach innen vollkommen in Ordnung. Und Grundordnung, aufgezogen. Ihr seid gut drauf. Da in der Mitte setzen wir uns durch, dann lösen wir es auf. Sehr gut. Und jetzt lösen wir es auf durch die Mitte oder über den Außen. Ein Abwehrspieler setzt nach. Sehr gut, das war gut in der Mitte durchgespielt. Gut verteidigt im 1 gegen 1 und der Partner kommt im Tempo vertikal durch die Mitte. Das war in Ordnung. Okay, nochmal. Okay, letzte Übungsform, letzte Spielform. Wir haben hier die Abwehrlinie, die lassen wir jetzt nochmal. Ja, ihr könnt erst in die Endzone gehen, wenn der Ball drin ist. Also wir verteidigen diese Linie, bis der Ball in der Endzone ist und dann ist freies Spiel. Komm, auf geht's, die Weißen, Abwehr. Die gerade Abwehr waren, macht eine Abwehrformation. Ja, du bist halt jetzt rechts außen, die Weißen, normal bis 10. Rechter Verteidiger, 4. Linke Verteidiger, 2 Sechser. Wir spielen jetzt Folgendes. Wir spielen einfach Viererkette, 2 Sechser. Komm her. So, gegen die Schwarzen. Wenn ihr einen Ball habt, habt ihr hier vorne einen Stürmer, den ihr anspielen könnt und dann könnt ihr auf dieses Tor einfach kontern oder spielen oder was auch immer. Ja, das heißt Balleroberung und du bewegst dich rechts und links, kriegst hier das Trikot als Zielspieler. Du gehst neben das Tor, du greifst erst ein, wenn er einen Ball hat. Sodass es hier erstmal zu keinem Zweikampf kommt, sollen die Weißen den Ball gewinnen, bist du hier rechts und links unterwegs, je nachdem wo der Ball ist. Ja, und ihr müsst versuchen zu kontern ohne ihn oder über ihn, er ist glockenfrei, der Abwehrspieler steht hinterm Tor,
als Anspieler und dann nachrücken. Du kannst erstmal kein Tor erzielen, also nicht umdrehen, reinhauen, sondern du musst dann einen mitnehmen von denen. Und dann bringt das Tor an die Mittellinie. Wenn der Ball hinter der Linie ist, hinter der letzten Linie, geht er mit. Ansonsten verteidigt er nach vorne. Okay, dann bring den Ball ins Spiel, auf geht's. Okay, dann geh nach vorne. Komm, greif an, Sechser rüber, spiel den Ball. Jawohl. Du kannst vor der Linie ruhig verteidigen. Da darfst du aggressiv sein. Also lass ihn einfach nicht rüberlaufen und rüber. Komm, die Weißen rüber, das haben wir doch vorher gelernt, geht rüber. Guter Ball, jetzt könnt ihr hinterher. Wenn er dabei ist, könnt ihr hinterher. Wenn er den Ball hat, wenn der Pass gespielt ist, könnt ihr hinterher. Okay, Torhüter bringt Ball ins Spiel. Und rausschieben, komm, auf geht's. Spielform. Und komm, sechs, rüber. Linie verteidigen. Okay, jetzt geht's weiter. Jetzt könnt ihr alles machen, was ihr wollt. Komm, normales Spiel. Hey, du bleibst vorne als Einspieler. Nee, du attackierst nicht, er kann dann attackieren. In dem Fall nicht, wir haben es verkürzt. Okay, komm, verteidigt einfach. Ihr seid Überzahl, versucht euch durchzuspielen und dann abzuschließen. Auf geht's. Komm, wir wollen mal eine Kontersituation haben. Wir sind weiß. Gut gemacht. Und Konter, komm, löst euch auf. Auf geht's. Konter auf euren Mittelstürmer. Sucht euren Mittelstürmer. Und gegen Konter, spiel weiter. Und wo sind die Gassenbälle? Abseitslinie ist die weiße Linie. Vorher gibt es keinen Abseits. Hey, sehr gut gemacht. 1-0. Und hinten geht der Ball weiter. Okay, und schau nach vorne. Versuch da im Jetzt bleib mal drin in der Offensive. In der Mitte, bleib mal drin in der Mitte. Und Konter. Zack, komm rein da hinten. Und weiter geht's. Komm, normales Spiel, auf geht's. Jetzt seid ihr Überzahl. Balltechnik, Ballkontrolle, guter Doppelpass. Okay, Grundordnung, Torwart am Ball. Und du wieder raus. Okay, und such die Lösung nach vorne. Komm, da fällt ein Weißer, such die Lösung nach vorne. Ganz normal, Überzahlspiel mit der Abseitsregel ab im 16er. Und Spiel. Und raus hin. Und der blaue Mann vorne, komm. Versuch ihn zu treffen. Und Gegenkonter. Gut verteidigt, gut umgeschalten. Und der erste Blick nach vorne. Jawohl, und dreh dich. Und wo ist der nächste? Jawohl. Und geh rein und Flanke. Abschluss. Und Konter. Spiel den vorderen an. Such euren blauen. Wo ist Okay, Ball zu mir mal ganz kurz. Eine Situation, gib mir mal einen Ball, eine Situation erklären. Hier wurde im Prinzip aus einer aussichtsreichen Position direkt gespielt. Der Ball war nicht optimal und außerdem zurückgespielt. Sucht, braucht nicht direkt spielen. Nimm den Ball an und entscheide dich dann in dieser halben Sekunde für eine Lösung. Nicht direkt spielen, ohne Druck, ohne irgendwas, auch noch schlecht ausgeführt, sondern versuche hier den Ball anzunehmen und dann zu entscheiden, ob ich Druck mache mit dem Nachstellenball oder ob ich doch quer spiele. Ja, also Druck auf die Abwehrreihe versuchen auszuüben. Komm, ein, zwei Mal noch. Okay, und such nach vorne und geh nach vorne. Und blick nach vorne, spielt mit euren vorderen Leuten. Ah, okay, richtig. Und Diago. Jawohl. Und mach Druck auf den Einzelnen da am Flügel. Hat er kurzfristig Überzahl. Und wo ist der Stürmer? Jawohl. Und Konter rot. Konter weiß, wo ist euer Blauer vorne? Okay, und weiter geht's. Wenn es nicht geht, dann spielt ganz normal hinten raus. Komm, wir haben es gleich. Auf geht's. Bleib nochmal dran. Und rüberschieben. Sechs Abwehrspieler. Ja. Ja, und geh nach vorne. Mach Druck auf die letzte Reihe. Und wo ist der Doppelpasspartner? Gut. 16er besetzen. Und Konter. Komm, die Weißen sind nochmal dran. Und einmal die Schwarzen noch. Komm, gegen Konter. Jetzt seid ihr Überzahl. Jetzt könnt ihr versuchen, die Nahtstelle zu treffen. Zack. Abschluss. Und nochmal gegen Konter. Bleibt dran.
Jawohl, okay, kommen wir zusammen.